Da wohnen wir auch ganz cool. So schwimmend. Guck mal, kleine Fischer. Kleine Fischer? Ah ja, kleine Fischer. Jo, hi Onliners, heute ist der 3.9., der 3. September 2011, es ist Samstag. Alter, die Sonne scheint, es soll ja angeblich das letzte sonnige Wochenende werden. Ja, und wer uns schon ein bisschen länger kennt, der weiß, was das da bedeutet. Und das da, und das da, und das da. Das bedeutet tauchen gehen. Wir tauchen heute im Grebendorfer See. So, die Anna ist schon fertig mitpacken. Ich auch fast, aber ganz wichtig. Die Unterwasserkamera mit Gehäuse. Und das Gehäuse. Ist klar. Ja, wollen wir mal das Auto einladen. Das Auto erstmal raus, dann müssen wir hier so weit schleppen. Soll ich das Auto auf hier hinfahren? Ja. Na, wenn Schnuffel das so vorschlägt. Ey, die sind doch bescheuert. Die laufen auf unserem Auto rum. Na, die mit den Samtpfoten. Kann man es besser sehen? Nee, auch nicht. Aber naja, da oben auf dem Dach springt die Katze auf unserem Auto rum. Und hier wärst du runtergekommen. Perfekt, seit langem mal wieder zur verabredeten Zeit los. Naja, 3 Minuten aber noch zu früh. Lange, nee, dass wir pünktlich ankommen. Nee, aber wir schaffen es sonst ja schon nicht, pünktlich loszufahren. So, angekommen sind wir. Und das Ganze war keine schöne Fahrt. Seehunde! Was? Seehunde? Ach, tatsächlich. Ganz schön kalt hier bestimmt. Ja, weil unserer lustigen Stadt ja wieder Baustelle an Baustelle ist. Da wir nicht auf der Autobahn fahren konnten, sind wir quer durch die Stadt gefahren. Und es gibt ja keine Straße ohne Baustelle. Ich finde Schnuffel nämlich total toll. Was denn? Keine Straße ohne Baustelle. Ja, fand ich total super. Ja, ne? Letzte September, am 26. September. Bis morgen. So, erstmal das Wichtigste, erstmal die Kamera zusammenbauen. Tja, ersten Tauchgang haben wir hinter uns und aufgrund eines Fails von mir, gibt es keine Unterwasseraufnahmen und auf der anderen Seite, selbst wenn ich die Kamera richtig eingesetzt hätte, gebe ich euch mal kurz einen Eindruck, wie das so unter Wasser ist. Also erstmal filtern, noch mehr filtern und jetzt geht das wie folgt. Ja, so ist es unter Wasser momentan. Insofern, das lohnt sich überhaupt nicht. Ich nehme beim zweiten Mal zwar die Kamera wieder mit. Da gehen wir Flachbereich nochmal tauchen und gucken, ob da vielleicht irgendwas ist. Aber der See hat echt Sichtweite, die ist so keine Armlänge. Und Schnuffel ist warm? Nee. So wirklich, ne? 9 Grad. So, die Anna besorgt uns mal ein bisschen Kaffee und ein bisschen Bockwurst. Und ich werde mal die Cam fit machen. Und damit wir vielleicht beim zweiten Tauchgang, falls man mehr sehen könnte, ein paar Fotos machen können.
Ja, der zweite Tauchgang war Längen besser als der erste. Meine Cam hat funktioniert, wie man wahrscheinlich jetzt gesehen hat. Ja, und ansonsten war es sehr, sehr schön. Schnuffel. Ja. War schön? Lava. War schön. Lava. Einpacken. Schnuffel packt im Auto ein. Ich muss draußen einpacken, weil Schnuffel ist nämlich was Besseres. Sieht so cool aus hier. Und wir werden hier noch was trinken. So, die und wieder gepackt. Dings mitnehmen, die Logbücher. Ja. Zum Stempeln. Nimmst du die mal? Na denn, nach Hause, noch eine Shisha rauchen und ein Bier trinken. Ne, Schnuffel? Ja, quatsch nicht, fahr los. Quatsch nicht, fahr los. Tankzwischenstopp, also nicht wir, sondern unser Freund Christian. Es ist ein wenig drückend geworden auf den Abend, glaube ich. Also hier zumindest auf der Tanke, auf dem Ring, fühlt sich so an. Nein, Schnuffel. Ein Sonnenschnuffel. Hab dich lieb. Wieder zu Hause. Und jetzt gibt's eine Shisha. Und Alkohol. So, jetzt haben wir mit Christian noch eine Shisha geraucht. Die Anna ist schon hoch ins Bett gegangen. Ich räume mir noch ein bisschen auf. Und gehe dann auch ins Bett. Insofern, tschüss. Morgen früh geht's nämlich zum Brunch mit unseren Freunden. Tschüss.